Vielen Dank, Herr Abgeordneter Kasseckert. Für die AfD-Fraktion hat sich der Abgeordnete Lichert zu Wort gemeldet. Bitte schön. Ich habe ja noch gar nicht angefangen, und schon gibt es hier solche Begeisterungsstürme. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, endlich! Endlich wieder Wirtschaftspolitik, die diesen Namen auch verdient, die die Interessen der Bürger und auch der Unternehmen in den Mittelpunkt stellt. Danke schön. Denn ohne freie Unternehmer und Unternehmen, dann gibt es keine Wirtschaft, da gibt es keine Steuern, keinen Sozialstaat und auch keine Umverteilung und die dazugehörende Bürokratie. Meine Hoffnung war eigentlich, dass die Erschütterungen dieses globalen Bebens, dass sie bis in das Wirtschaftsministerium vorgedrungen sind und dort auch ein gewisses Umdenken in zentralen Punkten ausgelöst haben. Nach Lektüre und nach Hören der Regierungserklärung habe ich diese Hoffnung nicht mehr. Zur Dramatik der Situation brauche ich meinen Vorrednern im Grunde genommen nichts mehr hinzuzufügen. Die Idee einer V-förmigen Erholung oder dass mit einem Impfstoff alles wieder gut wird, das ist ein gefährlicher Irrglaube. Ich denke, soweit haben wir hier noch Konsens. Aber da endet er auch ganz schnell. Man könnte sich jetzt dem Klein-Klein hingeben. Man könnte Zahlenhuberei betreiben, die Haare in der Suppe des neuen Hessenplans suchen. Und die Herausforderung, sehr geehrter Herr Minister, die wäre nicht, Haare darin zu finden, sondern nur, sich zwischen den vielen Haaren zu entscheiden. Aber ich möchte mich heute und hier nicht einzelnen Haaren widmen, sondern den ganzen Zöpfen, die ganz dringend abgeschnitten werden müssen. Es geht um fundamentale Fehlentwicklungen hier in Hessen, in Deutschland und auch und gerade auf EU-Ebene. Als Stichworte seien Sie hier zunächst nur drei Dinge genannt. Erstens der Einstieg in die Planwirtschaft, der sich hinter der Floskel des Green Deal und dem bewusst kryptisch gewählten Begriff der Taxonomie verbirgt. Zweitens. Die EZB kann es gar nicht erwarten, grüne Anleihen zu kaufen, wenn man Frau Lagarde glauben darf. Und als Drittes die vertragswürdige Einführung der Schulden- und Transferunion. Wer erfolgreiches Greenwashing betreibt, der wird mit Fördermitteln belohnt. Wer nicht, der nicht. Und der steht wegen dieses Wettbewerbsnachteils vermutlich vor dem wirtschaftlichen Scheitern. Meine Damen und Herren, das ist politische Trittbrettfahrerei reinsten Wassers. In normalen Zeiten wäre eine solche ideologiegetriebene Klientelpolitik nämlich niemals durchsetzbar gewesen. Aber jetzt, unter den koronösen Vorzeichen? Die Politik hat viele Bereiche der Gesellschaft und der Wirtschaft erfolgreich korrumpiert. Die große Zitze des Staates kreist über das Land, und natürlich möchte jeder von ihr Milch und Honig saugen. Und die Pläne, die jetzt mit den Sonderschulden umgesetzt werden sollen, tja, das zeigt, dass diese Ideen ganz und gar nicht weit entfernt von der hessischen Landespolitik sind. Und wenn es alles so kommt, wie es sich jetzt abzeichnet, und am besten noch der Bundeswirtschaftsminister seine Fantasien zur Industriepolitik und eine äußerst misslungene Kopie der französischen Planification ausleben kann, dann gehen hier wirklich bald die Lichter aus. Und ich sage Ihnen, nicht mit uns, nicht mit der AfD. Widerstandsfähigkeit, Innovation und Nachhaltigkeit, das sind die Schlagworte Ihrer Regierungserklärung. Unter diesen Kriterien wollen wir sie auch messen. Beginnen wir mit der Nachhaltigkeit. Meine Damen und Herren, Nachhaltigkeit ist die abgegriffenste aller abgegriffenen politischen Modevokabeln. Wer den öffentlichen Kapitalstock, also die für Bürger und Unternehmen essentielle Infrastruktur, so verkommen lässt, wer sich der demografischen Katastrophe so willenlos hingibt und wer trotzdem in Hessen eine Nachhaltigkeitslücke von 80 Milliarden Euro, also fast zwei Landeshaushalte zu verantworten hat, der sollte vor Nachhaltigkeit besser schweigen. Kommen wir zur Widerstandsfähigkeit. Widerstandsfähigkeit oder auch Krisenresilienz von Unternehmen kommt tatsächlich eine immer größere Bedeutung zu, gerade im Zeitalter globalisierter Wertschöpfungsketten. Aber die Unternehmen stehen vor einem Dilemma, denn Resilienz bedeutet Redundanz. Das heißt,
Die Unternehmen müssen sich Lagerhaltung leisten, was lange Zeit verpönt war. Sie sollen sich eine vielfältige Lieferantenlandschaft zulegen und Klumpenrisiken vermeiden. Das bedeutet, dominierende und unersetzbare Lieferanten ebenso vermeiden wie dominierende und unersetzbare Großkunden. Denn jede Kette ist schwächer als ihr schwächstes Glied. Das bedeutet für die Unternehmen mehr Kosten, und die muss man sich erst einmal leisten können. Deutsche Unternehmen sind nämlich im internationalen Vergleich leider traditionell renditeschwach. Sie verdienen in der Regel weniger als ihre europäischen oder globalen Wettbewerber. Dabei ist die Gewinnerzielung die erste und wichtigste Aufgabe von Unternehmen. Erst dadurch, ich habe auch noch links geguckt, haben Sie es gesehen? Erst dadurch werden die vielen anderen positiven Seiteneffekte überhaupt erst möglich. Beschäftigung, Steuern, Aus- und Fortbildung. All das funktioniert nur, wenn die Unternehmen profitabel sind. Und tatsächlich ist es vielen KMU in den letzten Jahren gelungen, ihre Eigenkapitalquoten zu steigern. Das ist per se eine sehr gute Nachricht. Denn natürlich ist eine gute Eigenkapitalausstattung per se der beste Risikopuffer für eine höhere Widerstandsfähigkeit. Aber wie so oft, eine Zahl sagt nicht die Wahrheit. Man kann anhand dieser einen Kennzahl eben nicht die finanzielle Gesundheit der Unternehmen bewerten. Vor einem Jahr stellte eine Studie mit Fokus auf KMU etwas ganz Interessantes fest, nämlich dass die durchschnittliche Eigenkapitalquote im letzten Finanzjahr vor der Insolvenz bei 16,1 % lag. Man könnte ganz leicht zugespitzt sagen, deutsche Unternehmen sterben kerngesund. Das bedeutet allerdings auch, dass eben gerade nicht Überschuldung Todes- bzw. Insolvenzursache ist, sondern Illiquidität. Und die stammt meistens aus fehlender Profitabilität. Das mag der eine oder andere jetzt eher langweilig finden, aber damit sind wir mitten in der Debatte um das Insolvenzmoratorium, und die muss geführt werden. Das Insolvenzmoratorium wurde jetzt jüngst bis zum Jahresende verlängert, aber nur noch für den Insolvenzgrund Überschuldung, also genau das, was bei den deutschen KMU eher nicht das Problem ist. Im Kontext von Widerstandskraft stellt sich natürlich die Frage, ob das nicht vielleicht sogar kontraproduktiv ist, wenn man erst einmal aus der Zeit der absoluten Notmaßnahmen heraustritt. Ich glaube auch, am Anfang war das durchaus berechtigt, aber nun ist ein halbes Jahr vergangen. Warum warnen denn einige Verbände und Wissenschaftler vor dem Risiko staatlich geduldeter Insolvenzverschleppung und vor Zombieunternehmen? Vielleicht hat das doch einen Hintergrund. Die Bundesregierung glaubt dem mit einem Kunstgriff begegnen zu können. Illiquide, also zahlungsunfähige Unternehmen, die müssen nämlich ab übermorgen wieder Insolvenzantrag stellen, ebenso wie die Unternehmen, deren Krise gar nichts mit Corona zu tun hat. Und, meine Damen und Herren, jetzt frage ich Sie, wer wird denn heute freiwillig zugeben, dass die Krise seines Unternehmens nichts mit Corona zu tun hat? Richtig, niemand. Die Anreize für wirtschaftliche Trittbrettfahrerei sind nämlich mindestens genauso groß wie politische Trittbrettfahrerei. Und das bedeutet sehr groß. Meine Damen und Herren, wozu überhaupt Wirtschaftspolitik? Ziel jeder Wirtschaftspolitik muss es ja wohl sein, Wohlstand zu schaffen. Wohlstand für wen? Na, für alle natürlich. Das bedeutet vor allen Dingen, den Kuchen größer zu machen und nicht die Stücke zuzuschneiden. Das ist Aufgabe der Sozialpolitik. Die Mission heißt also Wohlstand für alle, und das war ja nicht ganz zufällig auch der Titel von Ludwig Erhards wichtigstem Buch. Frau Faeser, ich bewundere Sie für Ihre Selbstironie, Ludwig Erhard hier anzuführen, finde ich gut. Wie können wir den Kuchen denn nun vergrößern? Und wie können wir damit überhaupt erst die Voraussetzung für sozialen Ausgleich schaffen? Erstens, Wohlstand durch Produktivität. Wie entsteht Wohlstand? Durch steigende Produktivität und höhere Effizienz bei Material- und Personaleinsatz. Mehr Output bei gleichem Input oder gleicher Output bei weniger Input. Das ist die ganz einfache Formel. Mehr Ressourcen- und Energieeffizienz sind schon allein Gebote des Natur- und Umweltschutzes. Und die höhere Arbeitsproduktivität, die ist gerade in Angesicht der demografischen Katastrophe für uns absolut zwingend. Wenn die Unternehmen schon heute über Fachkräftemangel klagen, was soll denn dann erst passieren, wenn in einigen Jahren die Babyboomer großflächig in Rente gehen? Wie gesagt, eigentlich sind diese Zusammenhänge recht einfach. Dennoch zeigen die einschlägigen Statistiken eine sehr bedenkliche Entwicklung hinsichtlich der Produktivität. Und die Verantwortlichen sitzen hier.
Das sind nämlich die Parlamente und Regierungen. Wollen wir den Wohlstand für alle tatsächlich erhöhen, dann muss es Maxime staatlichen Handelns sein, bei jedem gesetzgeberischen und exekutiven Schritt zu prüfen, was das für die Produktivität der Unternehmen, der Arbeitnehmer und auch der staatlichen Institutionen bedeutet. Jeder hier im Hohen Haus, die schon länger Gesetzgebenden oder die schon viel zu lange Regierenden, jeder muss das tun. Tun Sie das nicht, bedeutet das Wohlstandsvernichtung. Um die Diskussion ein bisschen griffiger zu gestalten, möchte ich Ihnen ein Beispiel geben. Und es ist ein Beispiel, das Sie aus vielen Debatten kennen. Es ist nämlich die Energiewende. Der kostenlose Strom macht die Stromversorgung in Deutschland immer teurer. Warum ist das so? Weil wir eine doppelte Infrastruktur haben. Wir haben auf der einen Seite die konventionellen Erzeuger, die auch bei Dunkelflaute den kompletten Bedarf decken können müssen. Und wir haben die erneuerbaren Energien und vor allen Dingen eine zunehmend komplexere Netzinfrastruktur, um den ganzen Flatterstrom überhaupt beherrschbar zu halten. Das heißt, wir brauchen viel mehr Input für den gleichen Output, nämlich ein sicheres Stromnetz. Das ist Wohlstands- und Produktivitätsvernichtung. Die Ergebnisse sind bekannt. Wir haben die höchsten Strompreise auf der Welt. Und sowohl für Verbraucher als auch für nicht privilegierte Unternehmen ist das eine immense Belastung. Und diese Wohlstandsvernichtung trifft besonders die sozial Schwachen. Die haben nämlich nicht die Chance, über eine entsprechende Kapitalanlage von den sicheren Renditen der Erneuerbaren zu profitieren. Zweitens. Planwirtschaft ist immer und überall zum Scheitern verurteilt. Und sie mündet in die Interventionsspirale. Auch da wieder ein griffiges, gutes, schlechtes Beispiel, die Aufblähung des EEG. Es ging los im Jahr 2000 mit gerade mal 3,5 Seiten im Bundesgesetzblatt und 12 Artikeln. Wir sind mittlerweile angekommen bei 104 Artikeln auf 54 Seiten im Bundesgesetzblatt. Das muss man nicht unbedingt als Fortschritt empfinden. Drittens, Aktion. Regulierung ist Protektionismus. Protektionismus ist böse, haben wir doch eigentlich alle gelernt. Und das stimmt auch. Die rationale Basis ist nämlich, dass Freihandel sogar den Ländern nützt, die in allen Belangen weniger produktiv sind als ihre Handelspartner. Sie können sich dann nämlich auf die Produkte konzentrieren, wo sie noch am produktivsten sind und damit einen Wohlstandsgewinn erzielen. Also, die rationale Basis ist richtig. Klassischer Protektionismus, der wirkt normalerweise über Zölle und Importquoten. Er schützt lokale Produzenten, die deswegen höhere Preise verlangen können, und senkt damit den Wohlstand der Verbraucher. Das ist heute nicht mehr politisch korrekt. Da muss man sich etwas anderes einfallen lassen. Man braucht subtilere Mittel, nämlich Regulierung. Und de facto wirkt Regulierung sehr häufig protektionistisch und marktexkludierend, vor allen Dingen für die kleinen Unternehmen und Start-ups. Und das sind doch sonst eigentlich die Lieblinge der Politik. Ist das nicht erklärungsbedürftig? Viertens. Überregulierung stranguliert Innovation. Innovation ist der dritte Schlüsselbegriff der Regierungserklärung, aber der entscheidende Schlüssel fehlt vollständig, nämlich dass dazu gehört, Ziele zu formulieren und technologieneutral deren Erreichung zu fördern. Das ist der entscheidende Punkt. Stattdessen werden heutzutage immer mehr Förderrichtlinien erlassen, es werden Kataloge geförderter Technologien erstellt, die in schöner Regelmäßigkeit natürlich wieder über den Haufen geworfen werden müssen. Und de facto die Einzigen, die daran Spaß haben, sind die Heerscharen von Beratern, die die Unternehmen durch den Förderdschungel füllen. Meine Damen und Herren, auch das ist volkswirtschaftlich gesehen Produktivitäts- und Wohlstandsvernichtung. Betriebswirtschaftlich mag das für die Unternehmen ja durchaus sinnvoll sein, aber die Mehrkosten, die trägt die Allgemeinheit, also vor allen Dingen die Steuerzahler. Und das kann nicht Ziel der Übung sein. Fünftens. Das Gesetz des abnehmenden Grenznutzens. Das ist ein quasi Naturgesetz, und Sie ahnen es. Ich nehme ein Beispiel aus der Energiewende. Sie erinnern sich vielleicht noch an mein Managementinstrument der Bierdeckelrechnung, nämlich zu den CO2-Vermeidungskosten in der deutschen Stromproduktion. Herr Minister Al-Wazir musste ja mit deutlich vernehmbarem Zähneknirschen zugeben, dass meine Bierdeckelrechnung mit 200 € pro Tonne CO2 durchaus zutreffend ist. Und wenn wir uns einmal angucken, wie sich das im Zeitverlauf entwickelt hat, so lagen wir bei 2006 noch bei 105 € pro Tonne. 2016
waren es dann schon 207 € pro Tonne, und seitdem bewegt sich das um 200 € herum. Meine Damen und Herren, dahinter steckt, dass die tiefhängenden Früchte bereits geerntet sind. Man muss sich immer weiter strecken, um weitere Früchte, sprich CO2-Einsparungen, zu erzielen. Und das bedeutet, es wird immer teurer. Das muss man auch in der Wirtschaftspolitik bedenken. Sechstens. Gute Wirtschaftspolitik ist Ordnungspolitik. Erfolgreiche Wirtschaftspolitik konzentriert sich immer auf das Setzen der Rahmenbedingungen und Formulierung der richtigen Ziele. Idealerweise liegt diesen Zielen ein breiter gesellschaftlicher Konsens zugrunde. Aber wir wissen alle, dass das ja zunehmend schwieriger wird. Bei der Bundeswehr nennt man das übrigens Auftragstaktik. Und das ist ein überaus erfolgreiches Konzept, um das uns viele Streitkräfte beneiden. Und Sie werden mir sicherlich zustimmen, es gibt nicht mehr viel, um das die Bundeswehr von anderen Streitkräften beneidet wird. Tatsächlich sind aber mittlerweile viele Vorschriften und Verwaltungsverfahren so kompliziert geworden, dass einfach kein Mensch mehr durchblickt. Dieser Paragraphendschungel muss dringend gelichtet werden. Wir brauchen weniger, aber vor allen Dingen effektivere Regulierung. Das wäre ein kostenloses Konjunkturprogramm, und auch das brauchen wir jetzt sehr dringend. Ich möchte noch ganz konkrete Beispiele für Politikversagen in der Wirtschaftspolitik anführen. Und den Kreuzzug gegen den Verbrennungsmotor, auch wenn er nicht so genannt wurde, wurde er hier schon angeführt. Und da muss ich natürlich auch mal sagen, also Frau Faeser, Ihre Sportlichkeit in allen Ehren. Aber es macht tatsächlich nicht wirklich glaubwürdig, wenn die Bundesministerin, ihres Zeichens SPD, ja, mit dafür sorgt, dass wir Emissions- und Schadstoffgrenzwerte haben, die willkürlich gesetzt werden, die keine wissenschaftliche Grundlage haben, und dann sich hier hinzustellen und als Retter der Autoindustrie zu inszenieren. Nein, tut mir leid, kaufe ich nicht. Das funktioniert nicht. Der Witz ist aber, dass diese dramatischen Auswirkungen auf die Automobil- und Zulieferindustrie ja nicht nur die Arbeitsplätze dort betreffen, sondern sie betreffen praktisch jeden, weil damit individuelle Mobilität an sich ständig verteuert wird. Das liegt natürlich einerseits an dem immer höheren technischen Aufwand, der für die Reinigung der Abgase getrieben werden muss. Den muss auch jemand bezahlen. Und von den E-Mobilen wollen wir ja gar nicht reden. Die Neuwagen müssen massiv subventioniert werden, damit sie überhaupt einer kauft. Die Infrastruktur muss massiv ausgebaut werden. Ja? Und wofür das alles? Weil E-Mobile lokal emissionsfrei sind. Lokal emissionsfrei. Mehr nicht. Das Märchen, dass E-Mobile generell emissionsfrei seien, lebt von der Fiktion, dass der ganze Strom im Netz erneuerbar ist. Meine Damen und Herren, das ist auf absehbare Zeit völlig unrealistisch. Und wenn Sie den Strommix als den einzigen sinnvollen Maßstab für den tatsächlichen CO2-Fußabdruck heranziehen, dann ist der CO2-Vorteil so marginal, dass er in keinem vernünftigen Verhältnis zu den Kosten mehr steht. Und E-Mobile verursachen ökologische Katastrophen. Allerdings nicht bei uns, sondern dort, wo die Rohstoffe für die Batterien gewonnen werden. Aber das sieht man einem Tesla leider nicht an. Und auch hier zahlen die Zeche vor allen Dingen die sozial Schwachen. Nach den Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes sind allein in den Landkreisen unmittelbar um Frankfurt herum von den drohenden Fahrverboten 350.000 Fahrzeuge betroffen. 350.000 Fahrzeuge. Tja, das scheint aber irgendwie keinen so richtig aufzuregen hier im Haus. Und schon. Wem gehören diese Fahrzeuge denn wohl? Sind das die Besserverdiener oder eher die sozial Schwachen? Sie alle kennen die Antwort. Diejenigen, die sich keine Wohnung mehr im Ballungsraum leisten können, die werden jetzt auch noch auf diesem Wege aus der Stadt gedrängt. Das zeigt vor allem, Ihr Ökosozialismus ist alles andere als sozial. Schauen wir uns noch einmal die schizophrene Situation bei den Mieten an. Ich habe es ja gerade schon angesprochen. Warum können sich viele Leute die Miete in den Großstädten nicht mehr leisten? Das liegt natürlich auch an den ausufernden Vorschriften zu Bau und Sanierung von Wohnimmobilien. So, nicht nur in der Umsetzung, in der Erstellung der Gebäude, auch in Planung und Genehmigung wird alles immer komplizierter. Ausweitung von Mieterrechten, Mietnomaden etc. haben dazu geführt, dass private Kleinvermieter gar keine Lust mehr darauf haben, trotz der Abschaffung des Mietrechts. So, und jetzt, Herr Minister Al-Wazir, ich gratuliere zu der Erkenntnis, gegen steigende Mieten helfen nur mehr Wohnungen. Super. Und was passiert? Eine Ausweitung der Mietpreisbremse. Da wird bestenfalls an Symptomen herumgedoktert,
die gleichzeitig die Ursachen verschärfen. Und insofern muss ich sagen, da kommen wir doch noch am Ende noch einmal auf Ludwig Erhard zu sprechen und das marktwirtschaftliche Gewissen dieser Koalition, die CDU. So klang es ja zumindest. Der Kollege Kasseckert, muss ich sagen, klang gut, nur leider die Taten passen da leider nicht zusammen. Erinnern wir uns, in der Gründungszeit der Bundesrepublik war die soziale Marktwirtschaft keineswegs gesetzt. Im Gegenteil, Erhard musste sie sogar in der CDU erst einmal durchboxen, denn damals hieß die Devise christlicher Sozialismus. Verehrte Kollegen von der CDU, vielleicht ist ja die erfolgreiche Sozialdemokratisierung der CDU in der Ära Merkel gar nicht so neu. Vielleicht ein Zurück zu den Wurzeln. Herr Abg. Lichert, Sie müssen zum Schluss kommen. Jawohl, ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Ich möchte Ihnen trotzdem bei Ihrer Reise nach links wünschen, dass Sie das Christliche nicht über Bord werfen, so wie Sie es mit allen christdemokratischen Kernpositionen gemacht haben. Und ich wünsche mir, dass das C weiterhin für christlich steht und nicht für die Mondsichel. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Lichert. Für die Freien Demokraten hat jetzt der Abgeordnete Rock das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Das ist alles nur geklaut. Das ist alles gar nicht meine. Das ist ein Titel der Prinzen. Und Prinz Tarek al-Wazir. Nein, sicher nicht. Das ist Prinz Tarek al-Wazir, hat auch geklaut. Der hat nämlich den Hessenplan geklaut. Und das gleich zweimal, Herr al-Wazir. Sie haben den Hessenplan einmal bei Georg August Zinn in den 50ern geklaut. Und dann haben Sie ihn gleich noch einmal Thorsten Schäfer-Gümbel geklaut. Und auch das Schlimme daran ist, dass Sie den Hessenplan aber gar nicht richtig verstanden haben. Denn der große Hessenplan von Georg August Zinn setzte auf den Ausbau von Infrastruktur in den Regionen. Sie stellen sich aber mit Ihren Aussagen ganz klar gegen den Ausbau der A49. Und genau das war die Politik des Hessenplans. Sie haben es einfach nicht verstanden. Ja, wenn man klaut und sich andere Dinge versucht einzuverleiben, dann ist es beim Hessenplan ja auch natürlich so, der Hessenplan setzt auf Schaffung von Arbeitsplätzen, der setzt auf Wachstum, auf Ausbau von Gewerbe- und Industriegebieten. Das war der Hessenplan. Sie dagegen tun nichts, gar nichts für den Industriestandort Hessen. Sie erwähnen ihn nicht einmal in Ihrer Rede, und das ist eigentlich schon ein erster richtiger Skandal. Das ist nicht nur PR, der Hessenplan der Grünen, er ist auch noch Etikettenschwindel. Denn wie gesagt, Industrie spielt bei Ihnen ja gar keine Rolle. Und das kann man nicht nachvollziehen, weil über 370.000 Menschen in Hessen arbeiten in der Industrie. 1.400 Betriebe mit 115 Milliarden € Umsatz. Und der hessische Wirtschaftsminister hat in seiner Regierungserklärung nicht ein einziges Wort für die Industrie in Hessen übrig. Das ist ein Skandal. Jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Was ist mit dem Luftverkehrsstandort? Der Flughafen Frankfurt. Wie geht es hier weiter? Deutschlands größte Arbeitsstätte, der Herzmuskel des Rhein-Main-Gebietes, der Herzmuskel der hessischen Wirtschaft. 80.000 Menschen mit Familien, mit Kindern, mit Existenzängsten arbeiten am Frankfurter Flughafen. Aktuelle Auslastung des Frankfurter Flughafens 20-30%. Lufthansa, Fraport haben massive Stellenkürzungen angekündigt. Die Existenz von Freunden, Bekannten, von Bürgern aus unseren Städten, die alle sind betroffen von dieser Auswirkung. Der A380, mal das Flaggschiff der Luftfahrtindustrie, wird aus dem Programm genommen. Über 100 Flugzeuge der Lufthansa werden dauerhaft stillgelegt. Nebenbei ist Fraport auch noch eine der wichtigsten Landesbeteiligungen. Dennoch vom Wirtschaftsminister des Landes Hessen kein einziges Wort zum Frankfurter Flughafen in seiner Regierungserklärung. Und das ist einfach unglaublich.
Sie blenden die Realität der hessischen Wirtschaft aus und erklären uns hier künftig, wie Sie Fahrradständer, Bushaltestellen und den Umstieg vom Auto aufs Fahrrad finanzieren werden. Und zu den wichtigsten Themen kein Wort. Mitten in der schwersten Krise der Luftverkehrsbranche wurde zum 1. April die Luftverkehrsabgabe erhöht in Hessen. Sie wurde in Hessen deutlich erhöht, in Deutschland, in Frankfurt am Flughafen deutlich erhöht. In Wien macht sie nur ein Drittel aus der Luftverkehrsabgabe in Hessen. Im Hauptkonkurrenten Amsterdam gibt es das gar nicht. Da gibt es überhaupt keine Luftverkehrsabgabe. Dazu kein einziges Wort des hessischen Wirtschaftsministers, der sich einsetzen könnte hier für Arbeitsplätze in Hessen. Kein Wort von Ihnen. Sie, Herr Al-Wazir, tauchen einfach ab. Grüne Ideologie ist im Zweifel wichtiger als die Zukunft der Menschen in unserem Land, der Beschäftigten in unseren Betrieben. Und was Sie heute als lose Ideensammlung vorgetragen haben, ist alles aus dem Sonderschuldenprogramm der Landesregierung längst bekannt gewesen. Da war nichts Neues, alles alter Kram, den wir schon 100-mal gelesen und gehört haben. Damit kommt Hessen nicht voran. Wir stolpern durch die Funklöcher und über die Schlaglöcher in unserem Land. Dieses Land braucht eine andere Politik, als Sie sie hier vorgetragen haben. Wenn ich im Land unterwegs war, habe ich früher öfter über Sie gehört, der ist ja gar nicht so wirtschaftsfeindlich, wie wir gedacht haben. Ah, super, der lässt uns in Ruhe, da sind wir ja schon ganz froh. Das waren die Stimmen, die man so aus von den Handwerkern und den Wirtschaftsverbänden gehört hat, von Wirtschaftsunternehmern, die glücklich waren. Na ja, gut, wir haben jetzt einen grünen Minister. Zum Glück kümmert er sich nicht um Wirtschaft. Aber der Wirtschaftsminister auf der Zuschauertribüne, das reicht fürs Mittelfeld, aber nicht, um eine Krise zu bewältigen. Hier muss ein richtiger Wirtschaftsminister her. Das haben Sie leider noch nicht zu bieten gehabt. Krisen sind Chancen, den Charakter zu zeigen. In Krisen bewährt sich der Mensch. In Krisen bewährt sich auch die Fähigkeit zum Management. Sie zeigen Ihren Charakter, Herr Minister. Sie warten ab, statt zu handeln. Sie schieben Verantwortung nach Berlin, statt zu führen. Sie können einfach keine Krise managen, und Sie sind nichts als ein PR-Minister mit schönen Bildchen, aber ohne Lösung. Wir brauchen aber Impulse für private Investitionen statt staatliche Schuldenberge. Wir brauchen Rahmenbedingungen, die unternehmerische Freiheiten stärken statt Verstaatlichung ganzer Branche. Wir brauchen unbürokratische Hilfen statt Paragraphenbingo. Wir brauchen Entlastung statt weiter steigenden Steuern und Abgaben. Ziel muss es sein, Unternehmen und Selbstständige in die Lage zu versetzen, die Krise zu meistern. Herr Al-Wazir, Sie wollen dagegen mehr Staatswirtschaft, mehr Regulierung, weniger Markt, weniger Wettbewerb. Sie gefährden damit den Wohlstand in unserem Land. Sie tun so, als ob Sie es besser wüssten. Sie tun so, als ob Sie es besser könnten. Und Sie tun so, als ob Sie es besser machen. Herr Al-Wazir, ich sage Ihnen, Sie machen es nicht besser. Sie können es auch nicht besser. Und Sie wissen es auch nicht besser. Wie kommt Hessen aus der Krise? Wie kommen schwer getroffene Branchen wie Event- und Messebranche, die Hotellerie, die Gastronomie wieder auf die Beine? Herr Al-Wazir, Sie haben von Ihrer Sommerreise gesprochen, auf der Sie Veranstalter und Clubs besucht haben. Hallo sagen, lächeln, in die Kamera winken. Aber das reicht nicht, um Minister zu sein. Nach Ihrer Tour ist bis heute nichts passiert. Vertreter der Gastronomie sagen, es fehlt an einem Fahrplan, die die Branche aus der Krise finden könnte. Sie waren beim Betreiber des Gibson Clubs in Frankfurt und haben mit ihm gesprochen, dem größten Musikclub, und ihm zugesagt, dass Sie sein Corona-Konzept prüfen werden. Sie haben ihm persönlich zugesagt, dass Sie das Betriebskonzept prüfen werden. Seit 4 Wochen ist gar nichts passiert. Auf Presseanfragen heißt es aus dem Ministerium, nach 4 Wochen, es wird noch diskutiert. Meine Damen und Herren, diese Unternehmen haben seit einem halben Jahr quasi ein Berufsverbot. Jeden Monat laufen die Kosten weiter. Der Minister, was macht er? Er diskutiert. Ihre Unfähigkeit zerstört berufliche Existenzen und kostet Jobs. Sie haben Verantwortung. Werden Sie dieser Verantwortung gerecht? Es ist doch ein Unding, dass Betreiber von Einrichtungen Corona-Konzepte vorlegen sollen, um öffnen zu können, aber die Landesregierung nicht sagt, welche Voraussetzungen solche Konzepte benötigen, erfüllen müssen, damit sie akzeptiert werden.
Sie arbeiten nach dem Motto, legt mal was vor, was genau weiß ich nicht. Das ist eine Form des Bürokratismus, und damit legen Sie der Wirtschaft Fesseln an, statt Fesseln zu lösen. Das ist kein Aufbruch, das ist Abbruch. Und wir sind deshalb auch regelmäßig im Austausch mit Alarmstufe Rot. Das ist eine Initiative der Veranstaltungsbranche. Und dort sagen uns die Selbstständigen ganz klar, dass sie keine Wertschätzung von ihnen erfahren, keinen Respekt erfahren, dass sie vergessen und hängen gelassen werden, dass sie aus ihrer Sicht nicht systemrelevant sind. Und das ist etwas, was ich Ihnen vorwerfen kann. Sie haben keine Empathie gegenüber den Menschen, die von dieser Krise betroffen sind. Und wenn man am Ende mit den Betroffenen spricht und dann erzählt bekommt, dass um Soforthilfe 2 zu beantragen, man für 2.500 € einen Steuerberater beauftragt und am Ende 250 € Hilfe zu bekommen, und die Reaktion der Regierungsfraktion dann von Markus Hoffmann, dem Sprecher für Handwerk und Mittelstand der Grünen, den Hinweis bekommt als Unternehmer, es gibt doch das bedingungslose Grundeinkommen als tolle Idee, damit werden doch alle Probleme für die Selbstständigen gelöst, dann kann man nur sagen, sie sind ahnungslos, wie Selbstständige denken in unserem Land, sie sind ahnungslos, wie Unternehmer denken und was Unternehmer antreibt und was die Wirtschaft antreibt. Sie werden bei Unternehmern Sie werben bei Unternehmern und Selbstständigen ernsthaft für Staatshilfe, um nicht mehr selbstverantwortlich und frei leben zu sollen. Sie verstehen nicht, dass die DNA des Unternehmers darin liegt, selbstständig aktiv zu sein und für seinen Lebensunterhalt selbst zu arbeiten. Sie haben kein Gespür dafür, wer unser Land antreibt, für Innovation, Arbeitsplätze, Ausbildung und Steuern sorgt. Und, Herr Al-Wazir, genau deshalb standen Sie auch teilnahmlos nebendran, als die IAA ankündigte, Frankfurt zu verlassen. Die weltgrößte Messe geht, und Sie finden es eigentlich ja noch gut. Sie haben nichts getan, um die Messe hier in Frankfurt zu halten. Und Herr Al-Wazir, was tun Sie für den Automobilstandort in Hessen? Was sagen Sie den 5.000 Mitarbeitern an hessischen Standorten von Continental, deren Stellen gestrichen werden? Was sagen Sie den Menschen in Karben, wo das Werk schließen soll? Was sagen Sie den Beschäftigten von Opel, die um ihren Arbeitsplatz bangen? Und wie sicher sind die Jobs bei K&S noch im Werk Werra angesichts der Tatsache, dass Vereinbarungen aus dem Masterplan trotz Investitionen von mehreren 100 Millionen € infrage gestellt werden? Was sagen Sie den Menschen, die im Industriepark Höchst arbeiten? Wie geht es weiter, wenn der Strom immer teurer wird? Werden die Richtlinien immer strenger? Wie geht es weiter mit der chemischen Industrie in unserem Land? Herr Al-Wazir, all diese Antworten bleiben Sie uns schuldig und vor allem auch in dieser Regierungserklärung schuldig. Herr Al-Wazir, das Schlimmste ist, Sie wollen die Deindustrialisierung Hessens ja überhaupt nicht entgegenwirken. Im Zweifel stehen Sie nicht auf Seiten der Wirtschaft und Beschäftigten, sondern Sie unterstützen ideologische Splittergruppen. Es ist kaum zu ertragen, dass Sie als Verkehrsminister den Weiterbau der A49 als Fehler betrachten und gemeinsam mit der Linkspartei gegen dieses wichtige Projekt Stimmung machen. Sogenannte Aktivisten drohen jetzt sogar mit Autos unbeteiligter Bürger anzuzünden. Ich frage Sie, warum stehen Sie nicht klar auf Seiten der Bürgerinnen und Bürger in der Region, der Städte und Gemeinden, der Landkreisunternehmen, der Kammern und Verbände? Warum stehen Sie nicht auf deren Seite, Herr Al-Wazir? Wo sind Sie? Seit Jahrzehnten kämpfen viele Menschen über Partei- und Gemeindegrenzen hinweg für den Ausbau der A49, weil sie das wichtigste Entwicklungsprojekt in Nord- und in Mittelhessen ist. Sie müssen aber erst auf die Verfassung und dass Sie durch die Verfassung gezwungen werden, diese demokratische Entscheidung zu respektieren, vertrauen, weil Sie aus eigener Initiative als Verkehrsminister nicht bereit sind, für diese Straße einzutreten, sie durchzusetzen und umzusetzen, weil Sie bis heute der Meinung sind, dass diese Straße überflüssig ist. Herr Al-Wazir, Sie machen das schlecht, was bisher Wohlstand, Arbeitsplätze und Innovation gesichert hat. Sie sprechen von goldenen Zeiten in der Zukunft. Das war ja, wenn man diese Regierungserklärung erst gelesen hat, und Sie tragen sie hier dann auch noch wortgleich vor. Man hatte ja die Hoffnung, dass Sie vielleicht noch etwas ändern dran. Sie reden von künstlicher Intelligenz, aber schaffen es nicht nur einmal, in jeder Schule WLAN einzuführen.
Sie reden von Digitalisierung der Bildung und meinen scheinbar damit, dass jeder Lehrer eine E-Mail-Adresse hat. Wo waren Sie, als Tesla einen Standort in Deutschland gesucht hat? Sie reden von Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Wo ist die Wasserstoffstrategie im Land Hessen? Wo ist die Wasserstoffstrategie? Warum gelingt es NRW und Bayern, Niedersachsen, sich im Start-up-Monitor zu verbessern, während Hessen weiter abgeschlagen im unteren Mittelfeld rangiert? Warum landet Frankfurt bei der Attraktivität für Fintechs-Investitionen mittlerweile hinter Köln auf Platz 5? Herr Al-Wazir, was ist mit der Innovation und der Wirtschaft? Was ist mit den Ideen, dass Sie Hessen weiterbringen wollen? Sie hätten 6 Jahre Zeit gehabt, da hätten Sie nicht auf eine Krise warten müssen. Ihre Bilanz ist maximal aussagekräftig. Herr Al-Wazir, Sie finden immer Ausreden, warum nicht Sie für Fehlschläge verantwortlich sind. Immer die anderen sind schuld. Aber diese Haltung ist jetzt in der Krise besonders gefährlich. Sie sind kein Krisenmanager, Sie sind einfach nur ein Schönwetterminister, ein PR-Minister, wie es heute schon mehrfach gesagt worden ist. Meine Damen und Herren, Hessen braucht eine klare marktwirtschaftliche Ordnung. Der Staat soll Regeln setzen, deren Einhaltung kontrollieren, aber nicht Mitspieler sein. Hören Sie auf mit Ihren staatssozialistischen Spielchen. Lassen Sie uns endlich wichtige Gesetzesvorhaben und Initiativen ergreifen. Das Corona-Hilfegesetz ist im Ausschuss. Dem können Sie zustimmen. Sie haben mir mehrfach gesagt, Sie wollen den Solo-Selbstständigen und Unternehmern helfen. Sie wollen einen Unternehmerlohn. Das Gesetz ist in der Debatte. Wenn Sie etwas verbessern wollen, schlagen Sie es vor. Sie könnten jetzt Abhilfe schaffen. Lassen Sie endlich das Hessische Vergabegesetz vereinfachen. Entfernen Sie vergabefremde Kriterien. Auch da haben wir einen Vorschlag gemacht. Gehen Sie an das Hessische Ladenöffnungsgesetz. Geben Sie dem Einzelhandel auch die Chance, an Sonntags und Feiertagen mehr zu öffnen. Unterstützen Sie die hessische Wirtschaft mit einer Wasserstoffstrategie. Das erhält und schafft Industriejobs in Zukunftsbranchen. Und für uns ist Maschinenbau eine Zukunftsbranche, und für uns ist auch die Automobilindustrie eine Zukunftsbranche, ganz im Gegensatz zu Ihnen. Passen wir die Ausbildungs- und Prüfungsordnung an, an die Realität von morgen, digitale Berufsbilder, neue Technologien, moderne Berufsausbildung. Da gäbe es viel zu tun. New Work, das ist das, was die Menschen umtreibt, die sich mit der modernen Arbeitswelt beschäftigen. Was ist hier in Hessen zu erleben? Was ist mit der Digitalisierung der Landesverwaltung? Sie könnten bei uns in der Fraktion sich das einmal anschauen, wie New Work funktioniert. Da könnten Sie einiges lernen und vielleicht auch einmal in Ihrer Verwaltung umsetzen. Krisen sind auch Chancen. Dieser Tage leider verstorben der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement. Er hat gezeigt, dass man in Krisen ein Sozialsystem umbauen kann und die Wirtschaftskraft stärken kann. Herr Al-Wazir, Sie sind in der Krise nicht gewachsen. Das ist leider schlecht für unser Land. Ich kann nur sagen, alles nur geklaut, alles nicht meine. Der Hessenplan aus den 50er Jahren, nicht mal den verstanden. Hessen hat keinen Plan für die Zukunft. Sie hat keinen Minister, der einen Plan hat für die Zukunft. Wir haben keine Krisenbewältigungsstrategie. Was wir brauchen, habe ich Ihnen erläutert. Wir brauchen Zupacken, wir brauchen Gesetze, wir brauchen Initiativen, wir brauchen Hilfe für die Wirtschaft. Dieser Minister hat davon nichts zu bieten. Vielen Dank. Als nächstes darf ich die Fraktionsvorsitzende der LINKEN, Frau Wissler, ans Rednerpult bitten. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Wirtschaft widerstandsfähiger, innovativer und nachhaltiger machen, Hessens Weg aus der Corona-Krise, so lautet der Titel der heutigen Regierungserklärung. Die Worte Arbeitsplätze schützen kommen im Titel leider nicht mal vor. Dabei müsste es doch die erste Priorität in dieser Krise sein, die Arbeitsplätze der Menschen zu schützen, die durch ihre alltägliche Arbeit die Gesellschaft am Laufen halten und die den Wohlstand in diesem Land erarbeiten, der auch schon vor Corona äußerst ungerecht verteilt war.
Herr Minister, Sie danken den Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr und im Gesundheitssystem für ihren Einsatz. Warme Worte haben die Betroffenen viele gehört, aber das bezahlt ja bekanntlich keine Miete. Gerade findet ja die Tarifrunde im öffentlichen Nahverkehr und im öffentlichen Dienst statt. Die Beschäftigten kämpfen für mehr Lohn und für bessere Arbeitsbedingungen. Heute streiken die Bus- und Straßenbahnfahrer, an vielen Orten unterstützt von Fridays for Future. Und auch Beschäftigte in den Kitas, im Gesundheitswesen und in der Pflege streiken, denn sie fordern, dass der Applaus zu Beginn der Krise nun auch in spürbare Verbesserungen umgesetzt werden. Aber leider haben die öffentlichen Arbeitgeber bis heute nicht einmal ein Angebot vorgelegt für diese Tarifrunde. Unsere Solidarität gilt den Streikenden. Ihr seid systemrelevant und unverzichtbar. Und Dankbarkeit für eure Arbeit heißt breite Unterstützung und Solidarität für euren Streik. Denn nicht der Streik ist unzumutbar, sondern der Normalzustand in vielen Krankenhäusern, in vielen Kitas und im ÖPNV. Wenn da Pflegekräfte dauerhaft überlastet sind, wenn Erzieherinnen viel zu große Gruppen betreuen und Busfahrer ihre Pausenzeiten nicht einhalten können und nach der Schicht zum Zweitjob gehen, weil sie sonst nicht über die Runden kommen, dann ist das nicht hinnehmbar. Und bei öffentlichen Arbeitgebern ist das erst recht nicht hinnehmbar, meine Damen und Herren. Die Beschäftigten kämpfen mit ihrem Streik nicht nur für sich, sondern auch für ihre Patienten, für ihre Kita-Kinder, für ihre Fahrgäste und für alle anderen, die auf einen gut ausgestatteten öffentlichen Dienst angewiesen sind. Und nun ist es so, dass für die Arbeitgeber es ja immer der falsche Zeitpunkt ist, um zu streiken. Aber Streik ist ein Grundrecht, und das gilt auch während der Corona-Pandemie, zumal keiner absehen kann, wie lange sie noch dauert. Und in diesem Sinne wünschen wir den Beschäftigten viel Erfolg bei der Durchsetzung ihrer berechtigten Forderungen. Herr Minister, in Hessen bangen gerade Tausende Menschen um ihre Arbeitsplätze. Continental will gleich mehrere Werke in Hessen schließen, etwa in Babenhausen, in Karben oder in Schwalbach. Der ABB-Standort in Hanau-Großauheim ist in Gefahr. Norma will in Maintal will Arbeitsplätze abbauen. Wir sind also mittendrin in den Verteilungskämpfen um Krisenlasten. Und einige Konzerne, das muss man so deutlich sagen, missbrauchen diese Krise, um lang geplante Sauereien und Verschlechterungen zu Ungunsten der Beschäftigten durchzusetzen, meine Damen und Herren. Und das zeigt der Fall Continental doch ganz deutlich. Der Konzern will Tausende Arbeitsplätze in Hessen, in Deutschland streichen und sie zum Teil ins Ausland verlagern. Und gleichzeitig wird den Aktionären eine Dividende ausgeschüttet. Bei der Kundgebung bei Conti in Karben habe ich mit einem Kollegen gesprochen, der seit 45 Jahren in diesem Werk arbeitet, der mit 14 dort seine Ausbildung begonnen hat und der in 5 Jahren sein 50-jähriges Firmenjubiläum dort feiern würde. Er würde sein Jubiläum feiern und dann in Rente gehen. Aber der Standort soll 2023 geschlossen werden. Es geht hier um Familien, und es geht um Existenzen. Es geht um Menschen und nicht einfach um Kostenfaktoren in Bilanzen eines Unternehmens. Die Landesregierung muss sich für diese Beschäftigten einsetzen. Und deshalb haben wir heute auch einen Antrag eingereicht. Wir fordern die Landesregierung auf, dass sie Druck macht auf Conti und klarstellt, dass ein so unsoziales Verhalten nicht akzeptabel ist, meine Damen und Herren. Stattdessen erklären Ministerpräsident Bouffier und Wirtschaftsminister Al-Wazir windelweich, wir werden erneut auf Continental zugehen, um die Bedeutung des Unternehmens für Hessen noch einmal deutlich zu machen. Das wird den Conti-Vorstand sicher schwer beeindrucken. Herr Minister, so kleinlaut und so verhalten kennt man Sie sonst ja eher nicht. Hier im Landtag treten Sie ja meist ein bisschen anders auf. Nein, das ist nicht die Kampfansage, die sich die Beschäftigten erhoffen. Statt sich vor einem Konzern klein zu machen und dessen große Bedeutung für das Land zu betonen, sollte man den Vorstand einmal daran erinnern, dass Eigentum verpflichtet und dass man diese Krise nicht einfach auf Kosten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abwälzen kann, meine Damen und Herren.
Es geht um den Erhalt der Arbeitsplätze, es geht um den Erhalt der Standorte und es geht um einen sozial-ökologischen Umbau der Automobilindustrie. Statt an veralteten Technologien festzuhalten, müssen zukunftsfähige Konzepte umgesetzt und der Strukturwandel politisch gestaltet werden. Und da darf sich die Politik nicht wegducken. Denn auch dieses Problem wird der Markt nicht lösen, meine Damen und Herren. Und auch am Flughafen bangen Beschäftigte um ihre Arbeitsplätze. Als es um den Flughafenausbau ging, wurden ja hier im Landtag immer die Arbeitsplätze als wichtiges Argument angeführt. Jetzt sind tausende Jobs bei der Lufthansa gefährdet. Die Bundesregierung hat die Lufthansa mit Steuermilliarden gerettet, aber auf jede Einflussmöglichkeit und Arbeitsplatzgarantie verzichtet. Die Leidtragenden sind die Beschäftigten. Die Lufthansa-Tochter LSG wird verkauft. Für die Beschäftigten bedeutet es Lohneinbußen von bis zu 30%. Und auch die Fraport, wir erinnern uns, mehrheitlich im öffentlichen Besitz, will Arbeitsplätze abbauen. Auch dazu schweigt die Landesregierung, auch dazu haben Sie nichts gesagt, Herr Minister. Sie sagen, Hessen kommt bisher gut durch die Krise. Das stimmt, wenn man sich die Infektions- und Todeszahlen anschaut. Aber für viele Menschen im Land verschärft sich die soziale Situation. Viele Minijobber und Leiharbeiter, viele Studierende haben ihre Jobs verloren. Die Corona-Krise verschärft auch die Lage auf dem Ausbildungsmarkt. Es gibt bundesweit 8% weniger Ausbildungsstellen als im Vorjahr. Und in Hessen liegt die Zahl mit 10% noch etwas höher. Im August waren in Hessen immer noch 375.000 Menschen in Kurzarbeit, also fast jeder sechste Arbeitnehmer. Und das bedeutet enorme Einkommensverluste, gerade für die, die vorher schon wenig verdient haben. Die Zahl der von Armut bedrohten Menschen in Hessen wuchs in den letzten 10 Jahren gegen den Bundestrend deutlich von 12% auf 16%, also um ein Drittel. So viel wie in keinem anderen Bundesland. Das reiche Hessen liegt damit über dem Bundesdurchschnitt. Aber diese die weiter jetzt drohende, zunehmende soziale Spaltung in dieser Krise, die haben Sie überhaupt nicht angesprochen. Aber viele Menschen machen sich Sorgen um ihre ökonomische Zukunft in Corona-Zeiten. Ja, es gibt Branchen, die mussten nur einige schwierige Monate überstehen. Denen war mit Maßnahmen wie Kurzarbeit, Soforthilfe oder Überbrückungskrediten geholfen. Aber es gibt eben auch einige Branchen, die immer noch einem ganz drastischen Nachfrageeinbruch unterliegen, etwa Reisebüros, Busunternehmer oder Cateringfirmen und natürlich der gesamte Kultur- und Veranstaltungsbereich. Und in diesen Branchen sind es doch ganz besonders die Solo-Selbstständigen, die oft durch das Raster fallen. Die haben nicht einmal von den Soforthilfen profitieren können. Die haben meistens auch nicht allzu große Rücklagen. Wenn wir uns vorstellen, selbstständige Veranstaltungstechnikerinnen, Schauspieler, Messebauer, Dolmetscher, Logopädinnen, diese Menschen fallen sofort in die Grundsicherung. Das kann doch keine Perspektive sein, den Leuten zu sagen, dann beantragt halt Hartz IV, wir können euch nicht helfen. Gemeinnützige Strukturen wie das Jugendherbergswerk stehen mit dem Rücken zur Wand und müssen Häuser schließen. Aber diese Strukturen müssen wir doch für die zukünftigen Generationen erhalten, gerade für die Kinder und Jugendlichen, deren Familien sich keine Urlaube leisten können und die angewiesen sind auf die Jugendherbergen. Und auch die Kultur ist systemrelevant. Und die Frage ist doch, haben wir nach der Krise noch eine vielfältige Kulturlandschaft? Die müssen wir doch erhalten. Und Herr Minister, jetzt haben Sie die Baubranche als eine Säule unserer Wirtschaft bezeichnet. Und das finde ich ja insofern spannend, weil diese Branche ja wie kaum eine andere für den Spalt in der Gesellschaft steht. Einerseits werden riesige Werte geschaffen mit Immobilienspekulationen, Bauen von Hotels, Eigentumswohnungen und Büros im überhitzten Immobilienmarkt. Geschaffen werden diese Werte aber immer öfter von Wanderarbeitern, prekären Niedriglöhnern und alles im Auftrag von Subunternehmen. In der hessischen Bauwirtschaft gibt es im Bundesvergleich niedrigere Löhne. Das hessische Vergabe- und Tariftreuegesetz lässt Lohndumping auf öffentlichen Baustellen weitgehend zu. Und wir sagen, auch vor diesen Praktiken müssen die Beschäftigten in der Bauwirtschaft geschützt werden. Wenn sie denn eine Säule sind, dann nehmen wir das doch ernst und schützen wir die Beschäftigten auf dem Bau vor Lohndumping, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, gestern war ein historischer Tag. Das Atomendlager in Gorleben ist nach 40 Jahren vom Tisch. 40 Jahre Protest und Widerstand haben sich am Ende durchgesetzt. Und das, obwohl bereits viel Beton in
und über dem Salzstock verbaut wurde, obwohl Gerichtsurteile gesprochen wurden und viele Fakten geschaffen wurden. Und das zeigt, politische Entscheidungen sind nicht unumkehrbar. Und das gilt auch für einen anderen, ebenfalls 40 Jahre alten Planungsdinosaurier, nämlich die A49 in Nordhessen. Ein überkommenes Autobahnprojekt, das mehr Verkehr in Nordhessen erzeugen wird, das ökologisch schädlich ist und verkehrspolitisch vollkommen kontraproduktiv. Schön, wenn die Landesregierung aus dem Corona-Sondervermögen Wald aufforsten will. Aber gleichzeitig sollen eben 85 Hektar Wald für die A49 gerodet werden, darunter Teile des Dannenröder Waldes, ein gesunder Wald mit bis zu 250 Jahre alten Bäumen. Aber noch ist der Wald nicht gerodet, und deshalb ist der Kampf auch noch nicht verloren. Und wir unterstützen die Bürgerinitiativen gegen die A49, und wir schicken Grüße in den Danni an die Aktiven der Waldbesetzung, meine Damen und Herren. Auch im Hambacher Forst, im rheinischen Braunkohlerevier, hatte RWE übrigens bereits das Recht zur Abholzung. Und doch breiter gesellschaftlicher Widerstand hat die Rodung verhindert. Und ich finde, das macht doch Mut, dass man Dinge auch verändern kann und dass man dafür aber gesellschaftlichen Druck braucht, meine Damen und Herren. Und deswegen unterstützen wir die Proteste auch am kommenden Sonntag im Dannenröder Wald. Ja, Sie reden, Herr Minister, Sie reden von Innovation und von Nachhaltigkeit. Aber dann lassen Sie zu, dass eine Autobahn gebaut wird und dafür ein Wald gerodet wird, und das als grüner Minister. Was wir brauchen, ist doch einen sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft. Sozial und ökologisch, das geht nur zusammen. Und nur weil Sie sagen, Herr Minister, ich will Ihr Zwiegespräch nicht stören, nur weil Sie sagen, dass Sie bei der Energiewende so gut vorangekommen sind in den letzten Jahren. Ich will nur mal sagen, im letzten Jahr sind in Hessen ganze 4 Windräder entstanden, in Worten 4. Das hätte die FDP nicht besser gemacht. Ja, die FDP hätte vielleicht diese 4 auch noch verhindert. In Hessen hat beim Bund, beim Länderranking erneuerbarer Energien wieder schlecht abgeschnitten. Und, ja, ich verstehe die Kritik der FDP an diesem Minister eigentlich überhaupt nicht. Ich meine, mit grüner Regierungsbeteiligung wird der Flughafen ausgebaut, die Verkehrswende stockt, der Verkehrssektor ist klimapolitisch weiter Hessens größtes Problemfeld. Und auch da ist doch gar keine Trendwende in Sicht. Ich weiß gar nicht, warum ihr euch aufregt. Das ist doch ein Minister. So viel besser könnte das doch aus Sicht der FDP auch die FDP nicht machen in diesem Ministerium. Was wir brauchen, ist doch eine entschiedene Klimapolitik. Aber dazu muss man eben auch bereit sein, sich mit Konzerninteressen anzulegen. Sei es die Automobilindustrie, seien es die Energiekonzerne. Da muss man doch deutlich machen, dass eben nicht der Profit an erster Stelle steht, sondern dass wir Umwelt und Klima schützen wollen. Und das geht eben nur, wenn man Kapitalinteressen in seine Schranken weist und deutlich macht, was Priorität hat, meine Damen und Herren. Und leider müssen wir feststellen, wenn Sie heute, Herr Minister, oft mehr über Ladesäulen als über Arbeitsplätze reden, mehr über Wärmedämmung als über die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, kaum Worte verlieren über Massenentlassungen in der Industrie und die verheerende Lage der Kultur- und Veranstaltungsbranche, aber sich dann in der Regierungserklärung freuen, dass Fahrradgeschäften, dass es denen in der Krise gut geht und dass Schuhgeschäfte ein Online-Geschäft aufbauen, da muss ich schon sagen, das ist dann schon eher die Karikatur eines grünen Wirtschaftsministers. Und nun sind Sie ja auch für den Wohnungsbau zuständig. Und für viele Mieterinnen und Mieter hat sich die Situation während der Corona-Krise ja auch weiter verschärft. Und die Lage war ja vorher schon verheerend. Viele Mieter wissen doch kaum noch, wie sie ihre Miete bezahlen sollen oder wie sie eine neue Wohnung finden wollen. In 6 Jahren Schwarz-Grün sind 31.000 Sozialwohnungen in Hessen verloren gegangen. Die Landesregierung setzt auf den Markt und versagt in der Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung mit Wohnraum. Und ich habe jetzt gerade in der Frankfurter Rundschau Ihr Interview gelesen, wo Sie sagen, es muss für einen Investor attraktiv sein, eine Sozialwohnung zu bauen. Ich finde, deutlicher kann man ja kaum formulieren, dass der Markt eben nicht für bezahlbaren Wohnraum sorgt, weil für Investoren die Dinge sehr viel lukrativer sind, als Sozialwohnungen zu bauen. Und da stellt sich schon die Frage, warum soll es eigentlich Aufgabe des Staates sein, das Bauen von Sozialwohnungen für Investoren attraktiv zu machen?
Warum bauen wir die nicht selber, und zwar in viel, viel größerem Maßstab, als das heute der Fall ist? Weil heute gehen jedes Jahr mehr Sozialwohnungen verloren, als neue entstehen, meine Damen und Herren. Mieterinnen und Mieter brauchen Schutz vor Verdrängung, und sie brauchen Schutz vor immer weiter steigenden Mieten, und das ist gerade in der Corona-Krise. Jetzt kommen nämlich Folgen von Kurzarbeit, Einnahmeausfällen, Arbeitsplatzverlust noch obendrauf. Und da haben wir wenig gehört von der Landesregierung. Noch immer bleiben wichtige Städte, heute gar nichts, sonst wenig, noch immer bleiben wichtige Städte wie Gießen und Hanau bei der Mietpreisbremse außen vor. Andere wie Kassel fallen neuerdings wieder aus der Regel raus. Weiterhin gibt es kein Gesetz gegen spekulativen Leerstand und Wohnraumzweckentfremdung. Weiterhin weigert sich die Landesregierung einer Debatte, um einen echten Mietendeckel. Und ich habe es schon erwähnt, immer fallen mehr Sozialwohnungen aus der Bindung als neue entstehen. Die Wohnungswirtschaft freut sich. Die Leidtragenden sind die Mieterinnen und Mieter, auch und ganz besonders in der Corona-Krise. Und hier brauchen wir eine andere Politik. Hier brauchen wir eine Politik zugunsten der Mieterinnen und Mieter, meine Damen und Herren. Und ich habe von der Karikatur eines grünen Wirtschaftsministers gesprochen. Zum Ende seiner Rede zitiert der grüne Wirtschaftsminister ausgerechnet den Gründer des Weltwirtschaftsforums, dem elitären Zirkel von Milliardären, Mächtigen und Unternehmen, die sich jedes Jahr im schweizerischen Davos trifft, begleitet von Protesten der antikapitalistischen Bewegung. Ich weiß nicht, warum Sie ihn zitiert haben, vielleicht weil er zweimal das Wort Grün in den Mund genommen hat. Mitglieder des WEF sind übrigens Unternehmen wie BlackRock, RWE, BP und die Deutsche Bank, bei der man sich ja nach jeder Enthüllung fragt, ob das noch eine Bank oder schon eine kriminelle Vereinigung ist. Muss aber offensichtlich auch kein Widerspruch sein, meine Damen und Herren. Ja, und Sie zitieren so viel Strafe, so viel Verfahren wie gegen die Deutsche Bank laufen. Also, kein Widerspruch, alles klar. Kein Widerspruch von der FDP. Sie zitieren also den Gründer des Weltwirtschaftsforums, lieber Tarek Al-Wazir. Ich zitiere für mich lieber die Hessische Verfassung. In der heißt es nämlich, die Wirtschaft des Landes hat die Aufgabe, dem Wohle des ganzen Volkes und der Befriedigung seines Bedarfs zu dienen. Zu diesem Zweck hat das Gesetz, die Maßnahmen anzuordnen, die erforderlich sind, um die Erzeugung, Herstellung und Verteilung sinnvoll zu lenken und jedermann einen gerechten Anteil an dem wirtschaftlichen Ergebnis aller Arbeit zu sichern und ihn vor Ausbeutung zu schützen. Und ich finde, das sollte die Wirtschaftspolitik des Landes leiten. Mensch und Natur vor Ausbeutung zu schützen, eine gerechte Verteilung sicherstellen, sowohl des Reichtums als auch der Kosten dieser Krise. Vielen Dank. Für BÜNDNIS 90 darf ich nun Frau Kinkel nach vorne bitten. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! In den letzten Jahren hatte Hessen eine überdurchschnittlich gute wirtschaftliche Entwicklung. Und das hat sich z.B. auch daran gezeigt, dass wir Jahr für Jahr geringere Arbeitslosenzahlen hatten und mehr Menschen in Arbeit waren. Die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen haben uns als gesamte Gesellschaft, aber vor allem auch die Wirtschaft vor immense Herausforderungen gestellt. Unternehmen konnten nicht mehr weiter produzieren, Güter aus dem Ausland wurden nicht mehr geliefert, Dienstleistungen konnten nicht mehr angeboten werden, und Einzelhandel und das Kleinstgewerbe war weitestgehend geschlossen. Das alles hat hinsichtlich der Pandemie auch Wirkung gezeigt. Die Infektionszahlen sind dank des verantwortungsvollen Handelns der Unternehmen, der Gesellschaft, der Bürgerinnen und Bürger gesunken, und wir haben so wertvolle Zeit im Umgang mit Corona gewonnen. Aber es hatte auch massive Auswirkungen auf die betroffenen Unternehmen. Und deshalb hat die Landesregierung und auch die Bundesregierung viel Geld eingesetzt, um die Folgen von Corona abzumildern. Unverschuldet in die Krise geratene Unternehmen wurden schnell und zielgerichtet geholfen. Die Unterstützungsprogramme, die Soforthilfen mit über 900 Millionen, sind innerhalb kürzester Zeit ausgezahlt worden.
Und die schrittweisen Lockerungen, die dann kamen, haben vielen Unternehmen ermöglicht, ihren Geschäftsbetrieb auch wieder aufzunehmen. Und das Positive ist, die meisten Bürgerinnen und Bürger und auch die meisten Unternehmerinnen und Unternehmen stehen hinter diesen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie und bestätigen der Politik in der Situation, einen guten Job gemacht zu haben. Die Frage, wie Deutschland und wie explizit Hessen durch die Krise gekommen ist, lässt sich nicht so einfach beantworten, noch nicht. Noch im April wurden massive Konjunktureinbrüche von bis zu 10% erwartet. Die aktuellen Zahlen stimmen da schon etwas optimistischer. Wir haben in Hessen rund 6% weniger Wirtschaftsleistung im Vergleich zum Vorjahr. Damit liegen wir besser als im Bundesdurchschnitt mit 6,6% weniger. Und auch das belegt, in Hessen ist vieles richtig gelaufen. Und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass nach dem Auslaufen der staatlichen Unterstützungsprogramme auch weiterhin eine Perspektive für die Unternehmen besteht. Aber die Zahlen sind nur das eine, die individuelle Betroffenheit durch die Folgen von Corona sind sicherlich das andere. Da ist z.B. die Besitzerin des Reisebüros, die sich fragt, wann sie wieder Fernreisen verkaufen kann und ob sich das Reisebüro noch langfristig trägt. Da ist auf der einen Seite der Luftfrachtbereich im Frankfurter Flughafen, der voll ist und der gute Auftragslagen hat, und auf der anderen Seite der leere Terminal 2, wo seit Monaten gähnende Leere herrscht. Und der Solo-selbstständige DJ, der seit Monaten keine Auftritte mehr hatte, aber für das nächste Jahr bereits komplett ausgebucht ist, in der Hoffnung, dass dann auch wieder alle Veranstaltungen stattfinden können. Und die Beispiele zeigen, dass die Auswirkungen extrem unterschiedlich die Branchen treffen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer extrem unterschiedlich treffen und auch die regionale Betroffenheit sehr unterschiedlich ist. Und deshalb ist es auch richtig, dass nach wie vor weitere staatliche Hilfen angeboten werden für Unternehmen, die nach wie vor unter hohen Umsatzeinbrüchen leiden. Da sind zum Beispiel die Überbrückungshilfen des Bundes, die ja in der Theorie richtig sind, weil sie sich an den Höhen der Umsatzeinbußen orientieren. Aber praktisch sehen wir, dass die Gelder oftmals nicht da ankommen, wo sie ankommen sollten. Weil bisher ist nur ein Teil der zur Verfügung stehenden 25 Milliarden Euro abgerufen worden. Und deshalb ist der Bund hier gefordert, nachzusteuern und dafür zu sorgen, dass das Geld da ankommt und da hilft, wo es dringend gebraucht wird, nämlich bei den Solo-Selbstständigen, bei der Veranstaltungsbranche und bei den kleinen und mittleren Unternehmen. Und es ist gut, dass Hessen hier weiterhin auch Druck macht. Wir müssen auch verhindern, dass Betriebe ihr Engagement in der dualen Ausbildung weiter zurückfahren. Denn darunter leiden langfristig nicht nur junge Menschen, die eine qualifizierte Ausbildung für die Zukunft brauchen, sondern auch die Betriebe selbst und damit auch der Wirtschaftsstandort Hessen. Und deshalb ist es richtig, dass Hessen die Ausbildungsprogramme des Bundes umsetzt und zusätzlich noch eigene Fördermittel in die Hand nimmt, damit auch die Verbundausbildung noch einmal extra und zusätzlich gefördert wird. Und Herr Kollege Rock, an der Stelle möchte ich einmal auf Ihre Rede eingehen, die Sie hier gefühlt zum 100. Mal schon gehalten haben, vielleicht mit einer anderen Nuance. Aber Sie versuchen kontinuierlich, die Wirtschaftskompetenz der Landesregierung in Zweifel zu ziehen. Aber in Ihren 20 Minuten Redezeit habe ich keinen einzigen Vorschlag gehört, wie Sie die Wirtschaftspolitik des Landes gestalten wollen. Keinen einzigen. Und darüber hinaus waren dann auch noch Falschinformationen. Frau Kinkel, lassen Sie eine Frage von dem Herrn Rock zu? Darüber hinaus haben Sie dann auch noch falsche Informationen oder vielleicht veraltete Informationen zum Thema Start-up verbreitet. Sie scheinen den neuen Start-up-Monitoring-Bericht noch nicht gelesen zu haben. Der kam erst gestern raus. Aber da steht drin, dass wir in Hessen den größten Zuwachs an Start-ups haben im Vergleich zu den anderen Bundesländern. Und das zeigt ja wohl, dass die Start-up-Politik der Landesregierung durchaus erfolgreich ist. Ich
Ich will auch an dieser Stelle ganz deutlich hier sagen, es ist nicht zu akzeptieren, dass Konzerne die Krise ausnutzen, um schon lange geplante Sanierungen in Anführungsstrichen durchzudrücken. Wenn Continental und Co. jahrelang absehbare Trends wie die Digitalisierung, wie Elektromobilität verschlafen haben, dann darf jetzt nicht Corona dafür als Vorwand genutzt werden, um den Konzernabbau durchzuziehen. Das Know-how. Das Know-how der Mitarbeiter, die geballte Kompetenz an den Standorten droht nicht wegen Corona verloren zu gehen, sondern weil der Konzern erst spät oder bzw. gar nicht reagiert hat. Aber wir brauchen ja genau diese Innovationskraft und diese Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Transformationsprozess. Und deshalb ist es extrem bitter, dass durch unternehmerische Fehlentscheidungen diese drohen verloren zu gehen. Für uns ist klar, Geschäftsführung und Gewerkschaften müssen gemeinsam einen Weg für die Zukunft finden. Denn die Sozialpartnerschaft ist eine wesentliche Säule der sozialen Marktwirtschaft. Und die Innovationskraft, die brauchen wir vor allem hier in Hessen für die Zukunft der Automobilindustrie. Im Sinne von Monty Python will ich aber auch auf die positiven Dinge oder die Chancen der Krise eingehen. Always look on the bright side of life. Durch die Unsicherheit ins Ausland zu reisen, sind z.B. viele Hessinnen und Hessen diesen Sommer im eigenen Bundesland geblieben. Vom Nationalpark Kellerwald am Edersee, die Radwege im Rotkäppchenland und die Burgen in Mittelhessen, vor allem die Campingplätze und auch der Landtourismus haben in diesem Sommer profitiert. Viele von Hessens Regionen sind wiederentdeckt worden, und für den Tourismus gerade im ländlichen Raum ist das eine gute Chance auch für die kommenden Jahre. Und deshalb passt es gut, dass gerade jetzt auch die Landtourismusstrategie überarbeitet und weiterentwickelt wird, weil Tourismus ist ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor auch für Hessen. Was mich als Grüne natürlich besonders erfreut, ist der Radfahrboom. Durch die Pandemie sind viele Menschen vom Auto oder auch von vollen Bussen und Bahnen auf das Fahrrad oder das E-Bike umgestiegen. Das ist gut für das Klima und auch gut für die Radhändler und die Radhersteller. Es ist richtig, dass der Radwegebau ein Schwerpunkt hessischer Verkehrspolitik ist. Und Frau Kollegin Faeser, statt sich über Radfahren lustig zu machen, sollten Sie vielleicht anerkennen, dass es genau richtig ist und der Bau von Radwegen als Konjunkturprogramm jetzt genau zur richtigen Zeit kommt. Und noch etwas haben uns die letzten Monate gezeigt, Geschwindigkeit und Innovation. Corona hat viele Unternehmen gezwungen, starre Systeme, und das machen wir schon immer so, Haltungen zu durchbrechen und sofort zu handeln. Zum Beispiel durften viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter plötzlich von zu Hause arbeiten, was jahrelang undenkbar war. Und das ist auch etwas, was sich lohnt beizubehalten. Dafür fehlt zwar noch der digitale Arbeits- und Beschäftigungsschutz, aber hieran muss auch weitergearbeitet werden, ohne die Errungenschaften Homeoffice aufs Spiel zu setzen. Und nicht zu vergessen auf der Positivliste ist der Digitalisierungsschub, den die Ausnahmesituation hervorgebracht hat. Digitale Inhalte, digitale Prozesse und digitale Kompetenzen. Ich glaube, wir haben in der letzten Zeit so viel über Digitalisierung gelernt wie in den letzten 10 Jahren nicht. Und so geht es den Unternehmen auch. Und deshalb ist es richtig, dass wir über den Digi-Zuschuss gerade kleinen und mittleren Unternehmen helfen, in ihre Hardware, in ihre Software zu investieren, weil jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist, um in die digitale Erneuerung zu investieren. Jetzt in die Zukunft investieren gilt nicht nur für Unternehmen, sondern auch für die Politik. Das neu gegründete Hessische Zentrum für künstliche Intelligenz, das KI-Zentrum, ist ja auch schon angesprochen worden, ist ein gutes Beispiel. Es verknüpft Grundlagenforschung mit dem Praxisbezug und wird auch die Anwendungsfelder von künstlicher Intelligenz untersuchen. Damit stärkt das KI-Zentrum die Forschung und die digitalen Möglichkeiten in Hessen und bringt damit auch die hessische Wirtschaft weiter voran. Sicher ist, dass wir auch zukünftig
Transformations- und Veränderungsprozesse haben werden. Klar ist auch schon heute, dass der Klimawandel massive Folgen für die Wirtschaft haben wird, sowohl in Hessen als auch global gesehen. Und auch der Fachkräftemangel, die Digitalisierung und die technologische Weiterentwicklung haben Auswirkungen, die heute noch gar nicht genau erkennbar sind. Und deshalb muss unternehmerisches Handeln auch stärker langfristige Trends berücksichtigen. Und genau das unterstützt die Politik auch, z.B. im Industrietrialog, wo sich Arbeitgeber, Arbeitnehmer und auch die Politik über die Zukunft der Industrie in Hessen austauschen. Oder das vom Sozialminister ins Leben gerufene Bündnis Fachkräftesicherung, was genau das Ziel hat, nämlich die Fachkräftesicherung und auch die Qualifizierung in Zeiten von Transformationsaufgaben, vor denen wir gerade stehen. Das sind beides gute Beispiele, wie Politik die Wirtschaft und auch die Gesellschaft bei den bevorstehenden Veränderungsprozessen begleiten kann. Denn diese Krise, so schlimm sie für viele von uns ist und auch noch war und auch noch immer ist, sie hat eins gezeigt, nämlich dass wir als Gesellschaft in der Lage sind, Krisensituationen und drastische Veränderungen mit notwendigen Maßnahmen zu begegnen. Und diese Veränderungen können auch eine Chance sein. Und deshalb ist der neue Hessenplan genau richtig. Frau Faeser, Sie scheinen nach der Bezeichnung oder nach dem Lesen des Titels abgeschaltet zu haben. Es ist genau richtig, jetzt die Zeit zu nutzen, um unsere Wirtschaft krisenfester zu machen, krisenfester aufzustellen und vor allem frühzeitig auf die Veränderungen zu reagieren. Wir müssen also jetzt die Situation und vor allem auch die staatlichen Gelder, die wir in die Hand nehmen, nutzen, um in die Zukunft zu investieren, um unser Wirtschaftssystem krisenfest und nachhaltig zu machen, damit wir in Zukunft gut aufgestellt sind. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, damit ist die Regierungserklärung abgehalten. Und zusammen mit der Regierungserklärung wurden die Tagesordnungspunkte 84, 58 und 87 zusammen aufgerufen. Über Top 84, den dringlichen Antrag der Fraktion Die Linke betreffend Solidarität mit den Beschäftigten bei Continental, Industriestandort Hessen transformieren, Arbeitsplätze erhalten, mit der Drucksache 20-3738. Top 58, den Antrag Fraktion der SPD betreffend Konzept für die hessische Wirtschaftsförderung und Sicherung von Arbeitsplätzen in Krisenzeiten bei Schwarz-Grün-Fehlanzeige mit der Drucksache 20-3684. Und Top 87, den dringlichen Antrag der Fraktion der SPD betreffend Solidarität mit den Beschäftigten von Continental, Drucksache 20-3756, stimmen wir heute Abend zum Ende der Plenarsitzung ab.